grausame Weise von der Erde losgerissen. Sie sind keine Revolutionäre. Sie wollen die absolute Macht. Sie überfallen Kolonien, stehlen Ressourcen und kontrollieren Gebiete mit Gewalt. Sie versperren uns mit ihrer Flotte den Zugang zu Rohstoffen, die wir brauchen. Sie wollen alles vernichten, was von der Erde stammt. Heute ist die SDF eine Kriegsmaschine, vom Militär beherrscht. Wenn ein Anführer diese Kraft bündeln würde, würden sie angreifen und versuchen, uns unsere Heimat zu nehmen. Warlord, hier ist K1, bereit für Instruktionen. Verstanden, 1-1. Unsere Waffeneinrichtung wird von der SDF angegriffen. Wir glauben, das ist Teil einer Operation mit Codenamen RIA. Der Aufklärung zufolge ist das Ziel eine Prototypwaffe. Ihr Team wird unseren Prototyp extrahieren und dort alles abfackeln, bevor die SDF ihn findet. Verstanden, Warlord. Wir erledigen das. Eine Minute. Verbündete? Die Anlage ist dunkel. Wir holen unsere Waffe und fackeln alles ab. Ausrüstung überprüfen. UMA-Systeme online. Einsatzregeln? Feuer frei. Gun raus. 10 Sekunden. Tür! Grünes Licht, K1, grünes Licht. Los geht's, Wolf! Los! Los, los! Zusammenbleiben! Schub! Schub! Oberflächentemperatur minus 300. Wir müssen uns sputen. Reaper, Scars sind jetzt unten. Verstanden, 1-1. Vertikaler Sprung nördlich ihrer Position. Verstanden. Erfasse 2 Ziele unten. Ab nach unten und ausschalten. Sipes, vorangehen. Reaper, gehen zur Waffenkammer. Bestätigt. Schnell zur Waffe, bevor sie sie erreichen. Hat jemand Sichtkontakt? Wie ist der Status? Erledigt. Der Einstiegspunkt ist 30 Meter direkt voraus. Bewegung. Reaper, der Einstiegspunkt ist direkt voraus. Bestätigt. Achtung, die SDF ist fast drin. Alles gesichert und im Frieden. Los! Vorrücken. Vorsicht, Abgrund. Sie haben sie gerade hingerichtet. Die SDF bewaffnen keine Gefangenen. Mehrere Ziele. Werfe, Sucher! Werden angegriffen! Sie ziehen sich zurück! Unterschätzt sie nicht! Thank you.
gesichert. Ausschwärmen. Unsere Waffe ist im Safe der Waffenkammer. Einen halben Kilometer voraus. Ob Sie die Explosion gehört haben? Nehmen wir es an. Dann heißen wir Sie ordentlich willkommen. Unser Waffen ist erkannt. Willkommen im Europa-Labor. Anti-Schwerkraftgranate. Verstanden. Hey, Helden. Sie sind ausgeschaltet. Brücke vor. Brauche Unterstützung. Meine Position. Auf die Ecken achten. Reaper, sind im Labor. Gehen zur Waffenkammer. Bestätigt. Achtung, die SDF ist fast drin. Operation RIA darf nicht gelingen. Wenn die Waffe sichergestellt ist, kann ich die Selbstzerstörung aktivieren. Verstanden. Das Forschungslabor. Waffenkammer sollte als nächstes folgen. Kontakt! Feuer eröffnen! In Bewegung bleiben. Wachsam bleiben, da kommen noch welche. Macht sie fertig. Verstanden, sind auf dem Weg. Die Waffe ist auf der anderen Seite. Wir sind ihnen zuvorgekommen. Sipes, aufmachen. Alles gesichert. Jackpot, ich sehe den Safe. Reaper, wir sind in der Waffenkammer. Versuchen, die Waffe zu sichern. Verstanden, 1-1. Die Waffe ist im Safe. Sobald sie sicher ist, aktiviere ich die Selbstzerstörung. Hochfahren, wir werden das Ding brauchen. Hier wohl, kompaktes Modell, selbe Technik. Das war das Ziel von Operation RIA? Reaper, Waffe sicher. Bestätige Selbstzerstörungsbefehl. Roger, leite Selbstzerstörungssequenz ein. Vorsicht, es sind mehr als 50 Infanteristen und Maschinen der SDF unterwegs. Sie müssen da sofort weg. Verstanden, sind auf dem Weg. Treffen in 5. Die Uhr tickt, na los. Achtung! Selbstzerstörung aktiv! Sämtliches Personal hat das Gebiet umgehend zu verlassen! Feuer! Thank you.
oben Luft. Ich komme. Auf die Beine mit ihm. Er braucht Luft. Ruhig atmen, Soldat. Wie viele waren noch bei Ihnen? Nur wir. Was ist mit dem abgeschossenen Schiff? Meine Männer brauchen Hilfe. Sie sorgen sich um ihre Männer. Die Kamera sendet nicht mehr. Seit 18 Stunden. Kein Kontakt. Keine Forderungen der SDF. Die SDF stellt niemals Forderungen. Sie haben ein Zeichen für uns gesetzt. Drei Männer sind tot und ein Pilot wurde abgeschossen. Unser Team sollte geheime Waffen aus einer geschlossenen Anlage sichern. Der Ort ist eine Blackside, Admiral. Warum zur Hölle darf die SDF im Luftraum sein? Laut den Abkommen haben alle Nationen die Möglichkeit, ein Un... Sir, das Ziel erforderte ein komplettes Team. Nicht nur vier Mann. Lieutenant Reyes... Ich empfehle Ihnen, in diesem Büro diplomatisch und taktvoller zu sein. Ja, Sir. Wer weiß noch davon? Momentan das strategische Luftkommando und Sie. Das ist ein bewusster Akt der Aggression, Admiral. Wir sollten da draußen patrouillieren, statt hier mit Konfetti zu schmeißen. Die Kampfeinsatzregeln untersagen definitiv Verhandlungen unter diesen Umständen. Also stellen wir uns an den Straßenrand und bestaunen die Parade der Flotte? Lieutenant Reyes... Damit das klar ist, meine Instinkte übrigens genau wie die Ihren sagen mir untrüglich, dass wir angreifen müssen. Wieso nicht, Sir? Das sind Politiker, Reyes. Die tanzen immer unter der Flagge, die die Schlote weiter rauchen lässt. Der Gedanke an eine Offensive lässt Männern wie denen die Prostata platzen. Bis Krieg herrscht, haben Krieger nichts zu sagen. Aber, Sir, wenn Krieg herrscht, ist es zu spät. Zögern heißt ein Loch im Schädel. Das haben Sie uns in der Akademie eingebläut. Identifiziert das Problem, reagiert. Sie haben immer schnell gelernt. Stratcom weiß um unsere Bedenken. Derzeit wird der Einsatz von Gewalt nicht als Option in Betracht gezogen. Das sind die Gesetze des Krieges. Danke für das Briefing, Sir. Admiral Rains, Ethrian wartet auf dem Dach. Danke, Petty Officer. Was ist E3N? Sehen Sie es sich selbst an. Ich denke, Sie werden beeindruckt sein. Wegtreten. Wie viele? Vier. Alle tot. Europa? Die Front war schon da. Haben alle erledigt und den Ort geplündert. Scheiße auch. Diese scheiß Flottenwoche. Wir sollten in unseren Jackals fliegen. Sieht der Admiral auch so. Und Captain Alder? Negativ. Heute ist die Retribution kein Kriegsschiff, sondern ein Paradewagen. Die ganze Flotte hier in Genf? Das ist nicht gut. Wir machen das jedes Jahr, Salt. Gut. Verpassen wir nicht die Party. Nach Ihnen, Lieutenant. Danke, Held.